Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute mit den Neuzugängen aus dem November. Ja, keiner Bücherwoche, die kommt erst nächsten Samstag wieder, weil die Bücherwoche ja nicht so richtig ausreichend war, um dazu ein Video zu machen. Ja, ich bin so seit 2 Wochen irgendwie in einer leichten Leseflaute. Ich weiß auch nicht, liegt wahrscheinlich an den fehlenden Highlights. Aber ich hoffe jetzt auf ein paar Weihnachtsbücher, die mich dann hoffentlich begeistern. Im November sind bei mir 20 Neuzugänge eingezogen. Wie man am Thumbnail schon erkennen kann, tatsächlich relativ wenige in echter Form, nämlich nur 6 haptische Bücher. Dafür sind 8 E-Books eingezogen und 6 Hörbücher. Hatte ich schon lange, lange nicht mehr, dass tatsächlich die digitalen Bücher im Grunde mehr waren als die haptischen Bücher. Es freut mich aber, weil ja mein Vorsatz eigentlich immer so ein bisschen 50-50 ist. Und ja, dass wir jetzt im Grunde weniger als ein Drittel echte Bücher neben uns haben, finde ich tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Vor allem, weil beim einen Buch ist das sogar noch so ein bisschen geschummelt. Das ist, glaube ich, eigentlich schon im August bei mir eingezogen, wurde aber noch nicht gezeigt, weil es teils das Book Trash Blind Dates war und ich natürlich euch nicht irgendwie spoilern wollte und auch alle anderen der Aktion nicht. Aber dazu komme ich dann später auf jeden Fall nochmal. Mit dem ersten Buch, Ein Meer aus Licht und Farben von Sylvia B. Lindström. Das ist der 14. Band der Sehnsuchtsorte-Reihe aus dem Eden Verlag. Ich habe, glaube ich, schon 3 oder 4 Bücher davon gelesen und ich glaube, es steht auch so ziemlich 50-50 von, ich glaube, ein Highlight steht einen Stock weiter hoch. 1 fand ich, glaube ich, gut, 2 fand ich eher so mittel. Und ich bin sehr gespannt, was uns hier erwartet, denn wir sind hier in Südschweden unterwegs. Und ja, hier sucht die Autorin ja im Grunde das Glück, denn dort soll es auch wohnen. Die Autorin liebt seit ihrer Kindheit die Bücher von Astrid Lindgren und so zieht es sie dann eben auch nach Lindström, nach Schweden und ja, sucht dort im Grunde dann so ein bisschen, versucht da ihre Sehnsucht zu stillen. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt, was uns hier in Schweden erwarten wird. Wäre jetzt nicht unbedingt mein bevorzugtes Auswandererziel, dennoch mag ich es sehr gerne, diese ja, Reisebücher zu lesen, beziehungsweise Auswanderbücher, gerade wenn man eben sagt, irgendwie in Länder, die dann doch in der Nähe sind, wo man sich auch ein bisschen was vorstellen kann. Und ich freue mich darüber zu lesen, wie die Autorin in Schweden zurechtgekommen ist, was sie dann hoffentlich auch tat, was ihre Beweggründe waren, wie ihre Erfahrungen sind. Und ich lese sowas super, super gerne und dementsprechend ja, freue ich mich auch sehr, sehr auf dieses Buch. Dann ein Wälzer, zumindest in der Größe. Der Bildband von Mission Erde von Robert Mark Lehmann ist bei mir eingezogen. Ich hatte es bei ihm in einem Livestream gesehen, dass er das herausbringt und hatte es auch direkt bestellt. Also es ist wirklich von der Größe ein Klopper. Es ist nachhaltig produziert aus Apfel. Reste Papier oder irgendwie so. Und natürlich kauft man auch mit jedem Buch einen Quadratmeter bestehenden Urwalds. Diesmal sind wir in Kanada unterwegs und es ist ein wunderbares Buch mit vielen Denkanstößen, tollen Fotos. Also man merkt, dass seine Leidenschaft, seine Passion natürlich auch auf der Fotografie liegt. Wir haben unterschiedlichste Kapitel. Es gibt kleine QR-Codes innerhalb des Buches, wo man auch nochmal zu einem Video kommt, wo Robert Mark Lehmann, ich suche gerade mal so einen QR-Code, wo Robert Mark Lehmann auch noch Dinge zu diesem Kapitel erzählt. Also richtig, richtig toll. Es hat, glaube ich, ja, 39,90 gekostet. Und das ist dieser Bildband für mich auch absolut wert. Er hätte theoretisch wahrscheinlich sogar doppelt so teuer sein können. Aber ich bin happy, dass er nur 40 Euro gekostet hat. Und ich habe es sehr genossen und ich habe jede Seite genossen, jede Seite mir genau angeguckt, viel gelernt, viel einfach aufgefrischt, tolle Bilder gefunden. Und ja, also ich bin wirklich ein großer, großer Fan. Und ja, das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Dann ist als erstes Hörbuch Firefly Creek eingezogen, der erste Teil einer 5-teiligen Reihe von Lillian Kalina. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich darüber gestolpert bin, ob das eine Empfehlung irgendwie auf Bookstagram war oder ich einfach irgendwie drüber gestolpert bin, wie das manchmal so ist. Ja, wir treffen hier auf Ethan Bennett, der ja in die Heimat zurückreist und dort auf herrliche Landschaften in Silverwood Ranch zurückkehrt. Er hat dieses sehr vermisst, er hat seinen Job in Sydney verloren und will jetzt eben einen Neuanfang zu Hause wagen. Wo sollte das eben besser gehen als an diesem bekannten Ort? Er ist super schnell wieder mittendrin im Alltag in der großen Bennett-Familie, wo es doch ein bisschen rau zugeht, aber doch auch herzlich. Und mit was eben Ethan nicht gerechnet hat, ist die wunderschöne Liz, die eben aktuell den Haushalt seines Vaters und seiner 4 Brüder führt.
Er hat noch nie eine Frau wie sie getroffen und ja, sie ist wohl zart und dennoch stark und ja, so fängt dann eben auch sein Herz an zu schlagen. Und es ist der erste Teil der fünfteiligen Reihe, die eben jeweils einen Bruder in den Vordergrund rückt und es soll berührende Liebesgeschichten sein, eben mit einer etwas eigenwilligen Familie, die man aber im Sturm erobert. Und mich hat hier sehr angesprochen, dass wir eben tatsächlich mal so einen männlichen Protagonisten haben, dass wir so eine männliche Sicht haben. Das hatten wir auch schon bei anderen Büchern immer mal wieder gefallen, gerade wenn ich auch an die Redwood-Reihe denke. Da hatten wir ja auch die drei Brüder bezüglich ja, die Tierärzte und hier sind wir eben auf einer Ranch und da freue ich mich sehr drauf. Also ich bin sehr, sehr gespannt, das zu hören und freue mich da jetzt vielleicht nicht im Dezember, aber Januar, Februar in diese Reihe dann einzusteigen. Das nächste Buch ist dann ein E-Book, das ist Jenseits des Möglichen von Nimstai Puria. Ist auch ein Rezensionsexemplar, das findet ihr auch immer unten in der Infobox, schaut da gerne mal vorbei. Es hat mich angesprochen, weil es um den Mount Everest geht und weil Reinhold Messner hier sagt, ein einzigartiges Statement in der Geschichte des Bergsteigens. Und ich bin ein großer Fan von Bergsteigergeschichten, obwohl ich selbst ja kein großer Schneefreund bin und ich möchte, glaube ich, auch nicht unbedingt auf dem Mount Everest stehen. Mir würde es reichen, von unten den Mount Everest zu sehen. Ich glaube, das ist so alles Mögliche. Das reicht an Zielen, die ich hätte. Und ja, wer sich jetzt eben die Frage stellt, wer Nimstai Puria ist, ja, stellt sich diese Frage nicht alleine. Denn er ist eigentlich der Einzige, soweit ich das herausgelesen habe, der alle 14 Achttausender innerhalb einer Saison bestiegen hat. Und es ist wohl bis dato ein unvorstellbares Projekt gewesen, das nie vorher ein Mensch probiert hat. Und so hat er es aber eben probiert und war eben jenseits des Möglichen. Und er nimmt uns eben auf seine inspirierende Lebensreise mit, auch was seine ärmsten Verhältnisse in der Kindheit angeht, eben dann bis zu den höchsten Gipfeln der Erde. Und ja, er erzählt uns hier eben auch sehr detailreich wohl Taten in der Todeszone und was einem da gedanklich umhergeht und Ähnlichem. Und ich mag sowas sehr gerne, ich mag so Extremsituationen und ich bin super neugierig, was Nimstai Puria so ein bisschen zu erzählen hat und bin da wirklich ja, sehr gespannt und freue mich da aufs Lesen. Und auch das ist definitiv ein Buch, was man noch in den Wintermonaten lesen wird und dementsprechend werdet ihr das auch irgendwie im Januar, Februar bei mir sehen. Dann kam von Dustin Tao Bleib bei mir, Sam heraus, ein Buch, was ich schon einige Male vorher, bevor es im Deutschen erschienen ist, auf Bookstagram irgendwie gesehen habe, mit dem Untertitel so ein bisschen, ich kann dich nicht ein zweites Mal verlieren. Leider habe ich jetzt so innerhalb des Novembers auch ein paar nicht so positive Stimmen dazu gehört. Ich bin dennoch sehr gespannt auf die Geschichte der 17-jährigen Julie, die ihre Zukunft eigentlich perfekt geplant hat. Sie möchte raus aus dem Ort, sie möchte mit ihrem Freund Sam in die Stadt ziehen und sie möchte studieren und der Sommer soll in Japan verbracht werden, doch dann stirbt eben ihr Freund Sam und ja, das zieht sie ganz schön runter. Sie geht wohl auch nicht auf seine Beerdigung. Und das Einzige, was sie noch von ihm hat, ist ja im Grunde eine Notiz und seine Telefonnummer. Und als sie ihn dann eben eines Tages anruft, hört sie auf einmal seine Stimme und ja, er hebt ab. Und dann gucken wir mal, was passiert. Ich fand das sehr spannend vom Plot, weil natürlich die Frage sich stellt, wie kann eher tatsächlich ans Telefon gehen. Mitunter erinnert das eher an eine Geschichte von Stephen King. Geht jemand anders ran, der sich als Sam ausgibt oder wie wird diese Geschichte weiterlaufen? Zudem mag ich es ganz gerne, wenn man eben so ein bisschen ja so Schicksalsschläge hat und da hoffentlich positiv dann herausgeht. Und das wäre auch so meine Hoffnung bei dieser Geschichte. Ich habe jetzt aber von 3-4 Stimmen schon gehört, dass es wohl gar nicht diese Emotionalität hat, die man irgendwie erwartet. Ah, jetzt bin ich so ein bisschen vorsichtig geworden, wobei es war, glaube ich, für 4 Euro jetzt auch relativ günstig als E-Book zu haben. Aber ja, ich hätte natürlich schon gehofft, dass es irgendwie ein Highlight wird, aber so klingt es leider aktuell nicht. Aber ich möchte dem Buch natürlich eine Chance geben. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, das könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr euch eigentlich auf ein Buch freut und dann kommen aber eher so mittlere Stimmen, wie ja, wie das eure Vorfreude vielleicht auch so ein bisschen trübt, das ja, könnt ihr mir gerne mal erzählen, weil in dem Fall ist das tatsächlich auch so ein bisschen bei mir passiert und dann ist der dritte Teil von City of Ghosts von Victoria Schwab erschienen, wenn sie Jugendbuch schreibt, ja, Victoria Schwab.
Der Bote aus der Dunkelheit, das ist der dritte und wohl abschließende Band rund um Cassidy, die ich ja in Band 1 und 2 mehr als geliebt habe. Ich fand die Reihe richtig, richtig toll. Ich wollte sie eigentlich auch noch direkt im November lesen, aber ich habe es irgendwie nicht untergekriegt, weil natürlich so ein bisschen Grusel und ja dunkle Atmosphäre, schaurige Atmosphäre natürlich perfekt so ein bisschen in diesen Herbstmonat passt. Aber ich denke, das kann man durchaus auch noch jetzt im Dezember lesen. Dementsprechend freue ich mich sehr, sehr, sehr auf den dritten Teil. Victoria Schwab hat mich hier wirklich sehr abgeholt, sehr begeistert. Ich mag diese Idee mit dem Mädchen, das fast ertrunken wäre, gestorben wäre, jetzt eben den Vorhang zwischen den Lebenden und den Toten heben kann und irgendwie es eben auch noch mit einer Aufgabe etwas auf sich hat und sie eben auch einen Geist als Begleiter hat. Und ich fand das toll. Ich mochte den Schreibstil von Band 1 und 2 und bin sehr gespannt, was uns der dritte Teil dann auch noch ein bisschen erzählen wird. Dann kommen wir zu zwei haptischen Büchern. Eins, das ich schon gelesen habe und auch definitiv ein Jahreshighlight für mich war. Die Katze, die von Büchern träumte, von Suzuki Natsukawa. Ein Buch, was mich wirklich begeistert und gefesselt hat. Und wir hier einen Jungen haben, der seine Eltern verloren hat, bei seinem Großvater aufwächst und dann eines Tages stirbt der Großvater überraschend und dann aber auch irgendwie innerhalb des Antiquariats, das der Großvater geführt hat, taucht dann eben eine Katze auf, die unseren Protagonisten, dessen Namen ich vergessen habe, so passiert das manchmal, Rintaro, genau. Rintaro wird dann mitgenommen zu verschiedensten Problemen, die die Bücherwelt sozusagen hat. Und jeder, der Bücher liebt, der japanische Literatur liebt, der gerne Geschichten von Büchern in Büchern liest, der muss dieses Buch eigentlich lesen. Ich fand es wirklich großartig. Ich habe es sehr geliebt. Ich habe es wirklich gebannt und gefesselt gelesen, einige Markierungen gemacht und ich habe mich sehr gefreut. Also es ist auch als Rezensionsexemplar bei mir eingezogen, worüber ich super happy war, auch dass ich so doch ein bisschen den Highlight-Riecher mal wieder bewiesen habe. Und ich fand einfach schon den Titel toll. Ich finde ihn ein bisschen irritierend, weil es nicht ganz so viel mit der Katze eigentlich zu tun hat, sondern schon mehr mit Rintaro. Aber ich fand es toll. Also ich finde auch wirklich ein tolles japanisches Buch. Hat mir wirklich großen, großen Spaß gemacht. Dann wurde es ein bisschen weihnachtlich, nämlich All I Want for Christmas, ein Weihnachtsroman, Manze in Manhattan. Das heißt, das ist dann schon, glaube ich, das dritte Buch, was irgendwie in Manhattan spielt, was diesen Monat bei mir eingezogen ist. Ja, so ist das manchmal. Von Julia K. Stein, genau richtig, gab es relativ günstig bei der Thalia. Ich glaube 4,50 oder 5 Euro und hat aber auch gar keinen Menge-Exemplarstempel. Durfte bei irgendeiner Bestellung dann auch mal mit und ich habe mich einfach so ein bisschen in das Cover verliebt und dachte, ja, Manhattan und Weihnachten. Und es heißt wohl so, also es heißt hier so schön, Küsse so sanft wie Schneeflocken, der Zauber von Weihnachten und eine Traumhochzeit in New York. Allerdings ist es wohl so, dass Pippa, genau, die fliegt jetzt nach New York. Dort soll sie dann auch, da fliegt sie auch zusammen mit Hunter hin. Sie sind beide die Trauzeugen und die können sich auch nicht ausstehen. Doch dann sind sie sich irgendwie einig, dass ihre Freunde, die heiraten, nicht zusammenpassen. Und das müssen jetzt beide eben verhindern, dass die heiraten. Und ja, ich liebe es, in New York City in Geschichten unterwegs zu sein. Ich lese auch aktuell ein Buch, wo wir in Manhattan unterwegs sind. Und ich denke auch, dass das jetzt auf jeden Fall noch in der vorweihnachtlichen Zeit gelesen wird. Und freue mich da auch drauf. Ist auch kein dickes Buch, also dementsprechend genießt man das vielleicht auch mal an einem ruhigen Adventswochenende. Und ich freue mich da auf jeden Fall unterwegs zu sein. Ich habe auch, glaube ich, bisher noch nichts von Julia K. Stein gelesen. Ich kann mich ein bisschen daran erinnern, dass ich die, glaube ich, mal auf Social Media durchaus ein bisschen aktiver verfolgt hatte. Aber ja, nachdem dann eben bei ihr, glaube ich, auch sehr viel einfach so Schreibtipps, Schreibratgeber rauskommen und ich eben nicht schreibe, ja, war das irgendwann dann auch kein Thema mehr für mich. Aber ich freue mich auf das erste Buch von ihr. Dann habe ich mir bei BookBeat geholt, da gab es eine Aktion, ich glaube einen Monat für einen Euro. Am liebsten sitzen alle in der Küche von Julia Karnick. Ja, ich glaube, war eine Empfehlung von einer lieben Freundin, habe ich diesen Monat auch schon gehört. Mich hat hier wirklich das Cover angesprochen, der Titel, denn es ist tatsächlich auch einfach so, dass man, wenn man irgendwie eine Party hat oder unterwegs ist und bei Freunden ist das ganz viel immer in der Küche ist, dass das sehr wohlig ist, sehr warm ist. Dort wird gekocht, da wird sich was erzählt und auch ich habe durchaus diesen Titel sehr gut nachvollziehen können. Meine Freundin hatte sehr geschwärmt und so habe ich mir das Buch ja bei BookBeat geholt, habe mich auch gut unterhalten lassen. Ich habe es, wie gesagt, auch schon gehört im November, weil ich natürlich auch dieses BookBeat-Abo so ein bisschen nutzen wollte und fand es auch ganz gut, dass das ungekürzt zur Verfügung stand. Und wir treffen hier auf drei sehr unterschiedliche Frauen, die auch so ein bisschen
unterschiedlich im Leben stehen, obwohl sie alle so um die 50 sind oder so Ende 40, Anfang 50 sind und alle so ein bisschen ihre Probleme haben und die treffen sich eben so nach und nach dann eben bei einer der dreien in der Küche und verbinden so ein bisschen ihre Leben miteinander, ihre Erfahrungen und ja, sind da sehr aktiv auch miteinander und sie merken irgendwann, dass es eben einen Mann gibt, der sie alle drei unterschiedlichst irgendwie betrogen hat, auf ganz unterschiedliche Art und Weise und da spinnen sie dann auch so ein bisschen einen Racheplan. Das war jetzt nicht so ganz das, was mich an der Geschichte angesprochen hätte, gehörte aber wohl irgendwie so ein bisschen dazu, habe ich im Klappentext gar nicht so wahrgenommen. Diese Rache-Geschichte ist auch eher im Hintergrund, was ich tatsächlich auch ganz gut finde. Alles in allem auf jeden Fall unterhaltsam. Es war jetzt kein Highlight, aber es war eine schöne Geschichte, die man auch einfach mal so ein bisschen wegsnacken kann. Dann habe ich als Rezensionsexemplar von Hannah Buiting Schreiben ist Gold bekommen. Ich habe es entdeckt, fand es super interessant, weil ich schon ja auch so ein bisschen nachvollziehen kann, wo dieses Schreiben hilft, Schreiben lehrt den Kopf, dass ich das gut nachvollziehen kann, wenn es auch bei mir zum Beispiel mit den Morgenseiten nicht funktioniert. Hannah Buiting, ihr Buch sagt, im Schreiben steckt eine besondere Kraft. Wer schreibt, schafft Klarheit und Ordnung, entdeckt neue Perspektiven und kann sogar Antworten auf die großen Sinnfragen des Lebens finden. Wie sie beim Schreiben ihren Ängsten und Zweifeln, aber auch ihre Freude Ausdruck verleiht, sich mit anderen Schreibenden verbindet und zwischen den Zeilen immer wieder ihre eigene Spiritualität aufspürt, beschreibt die junge Schriftstellerin in diesem Buch. Keine Patentrezepte, Anleitungen, Gebrauchsanweisungen, sondern vielmehr eine poetische Inspiration dazu, voller Neugier schreibend die Welt und sich selbst zu entdecken. Und ich habe zwei sehr enge Freundinnen, die wirklich mit den Morgenseiten sehr, sehr gute Erfahrungen machen, da täglich ihre 5 Minuten, 10 Minuten, 3 Seiten vollschreiben und die mir auch immer wieder Positives davon berichten. Für mich selbst haben zum Beispiel die Morgenseiten aus 2, 3 Gründen nicht funktioniert. Unter anderem ist mein Kopf morgens wirklich leer. Und ja, jetzt sagen die Morgenseiten, schreibe trotzdem, mein Kopf ist leer, mein Kopf ist leer. Nach 3 Tagen des Schreibens, dass mein Kopf leer ist, hatte ich aber irgendwie keine Lust mehr und ich bin morgens einfach gedanklich total ohne irgendeinen Inhalt. Und ich bin dennoch neugierig, weil ich ja zum Beispiel jemand bin, der am Abend sehr gerne so ein paar Sätze schreibt, wofür ich dankbar bin, was an dem Tag schön war, erinnerungswürdig war. Und ich bin sehr gespannt, ob das vielleicht irgendwie so ein bisschen mal wieder neue Impulse gibt oder auch mal ein bisschen was anderes in diesem Buch rüberkommt. Dann ist von Christian Handel auch als E-Book das verborgene Zimmer von Thornhill Hall bei mir eingezogen. Es soll eine Mischung sein aus magischer Geisterwelt und Downton Abbey. Und damit hatte mich im Grunde der Klappentext schon, denn ich mag ja Downton Abbey super gerne. Es soll wohl auch so ein bisschen eine Krimi-Spannung haben mit einem Hauch Fantastik. Auch das finde ich super interessant, auch wenn ich nicht der größte Krimi-Leser bin, klang der Klappentext aber schon richtig, richtig spannend. Ich habe damit gerechnet, mich in diesem Sommer zu Tode zu langweilen, aber nicht tatsächlich zu sterben. So kann man sich irren. Und obwohl sie ihn als Kind bei seinem Vater zurückgelassen hat, muss der 16-jährige Colin diesen Sommer mit seiner Mutter und ihrer neuen Familie in ihrem abgelegenen alten Herrenhaus verbringen. Kaum in Thornhill Hall angekommen, scheint ihm jemand Böses zu wollen und stößt ihn kurzerhand die Treppe hinab. Als Geist wiedererwacht, muss Colin nun mit Hilfe anderer Geister und dem ebenso arrogant wie interessant wirkenden Theodore das verborgene Zimmer finden. Collins einziger Weg zurück in sein altes Leben. Und ich mag Geistergeschichten, ich mag so alte Herrenhäuser, ich mag so ein bisschen Grusel, Atmosphäre. Ich finde spannend, dass wir hier so ein bisschen mit einem Geist unterwegs sind und eben seinen Fall ja irgendwie lösen. Und da bin ich super gespannt, super neugierig und freue mich da auf jeden Fall dann auch aufs Lesen. Von Hannah Gold ist Der letzte Bär bei mir als Hörbuch eingezogen. Es gibt auch wunderschöne Illustrationen, wohl innerhalb des Buches. Das habe ich mir so ein bisschen angeguckt, als ich das Buch mir näher betrachtet habe. Dennoch habe ich mich hier bei dem Kinderbuch fürs Hören entschieden, weil ich so vom Gefühl dachte, ja, das passt jetzt dann vielleicht auch so ein bisschen in Richtung meiner Winterpause, meinem Urlaub im Januar, dass ich da vielleicht ein bisschen lausche. Denn wir sind auf der Bäreninsel unterwegs. Es gibt keine Eisbären mehr. Zumindest erzählt das der Vater von April, dass seine wissenschaftlichen Forschungen für 6 Monate in diesem abgelegten arktischen Außenposten sind, damit sie eben keine Angst hat. Doch in einer endlosen Sommernacht begegnet April einen Eisbären. Er ist fast verhungert, einsam und weit von zu Hause entfernt.
Fest entschlossen, ihn zu retten, beginnt April die wichtigste Reise ihres Lebens. Es soll eine bewegende Geschichte sein, die zeigt, dass niemand zu jung oder zu unbedeutend ist, etwas zu bewirken. Der letzte Bär ist ein Fest der Liebe zwischen einem Kind und einem Tier, ein Schlachtruf für unsere Welt. Und genauso ist es, wir alle sind irgendwie schon nur ganz kleine Lichter auf dieser Welt, aber wenn wir dann doch irgendwie ganz klein, ganz viele werden, sind wir sehr, sehr bedeutend und jeder kann mit jedem noch so kleinen Schritt Großes bewirken auf dieser Welt und ich hoffe, dass das hier in einer sehr schönen, ja, Kindergeschichte sozusagen erzählt wird, die dann Mut macht und eben auch den Kindern zeigt, es ist nicht zu spät, ja, auch wenn ich ja nicht ganz so positiv irgendwie dieser Welt entgegenblicke bei all dem, was gerade so auf der Welt los ist. Aber ich hoffe, dass es hier Hoffnung gibt und eben vielleicht auch wirklich im Kleinen zeigt, wie man die Welt so ein bisschen ein kleines Stück besser machen kann. Machen wir weiter mit dem nächsten E-Book und sollte es jetzt hier knistern, ich habe gerade mal den Ofen ein bisschen befeuert, wundert euch also nicht. Und zwar ist es An Sus, das Flüstern der Raben von Marlene Solsten. Ich habe hier den dritten Band, da ist ein Wolf auf dem Cover, habe ich in der Thalia entdeckt. Und habe dann natürlich erstmal recherchiert, festgestellt, ist der dritte Band und war dann super happy, dass ich mir einfach den ersten Band sozusagen geholt habe. Wir haben hier einen der nordischen Fantasy-Bestseller aus Dänemark, also meine ganz andere Richtung, wo die Geschichte herkommt. Wir treffen die 17-jährige Anne, die Ereignisse in der Vergangenheit sehen kann und eines Nachts hat sie die Vision von einem alten, grausamen Mord. Ein rothaariges Mädchen wird getötet und auf ihren Körper hinterlässt der Täter ein Runenzeichen. Und kurz darauf werden in der Gegend tatsächlich rothaarige Mädchen tot aufgefunden und die tragen auch alle dasselbe Zeichen, das der Rune An Sus. Und auf einmal ist die Kleinstadt im Nordjütland voller Fremder mit mystischen Kräften. Und ja, wir treffen hier auch die Asen-gläubige Luna, den göttlich schönen Matthias und den geheimnisvollen Vana. Die suchen alle Annes Nähe, denn wer ist hier wohl ihr Freund und ihr Feind? Und es dreht sich auch so ein bisschen in der Welt rund von Ragnarök, den Untergang zu retten. Und Anne fragt sich nun eben auch, muss sie den Mörder selbst finden und was passiert, wenn er sie vor ihr findet, sozusagen. Ich finde, das klingt nach wunderbarster Fantasy, mal einer ganz anderen Richtung. Hat natürlich auch so ein bisschen was Krimi-Thriller-mäßiges. Ich bin sehr gespannt, was mich hier erwartet und ja, freue mich da mega drauf, das dann auch noch so ein bisschen im Winter zu lesen. Ich habe jetzt recht viel winterliche Bücher. Der Winter ist aber gefühlt, ja, vielleicht gar nicht mehr so lang. Wobei, man weiß ja nie. Dann ist der zweite Teil von Lost Life bei mir eingezogen, also Lost Life 13, das Babel-Projekt von J. Christoph, so rum. Der erste Teil steht ja hier unten, den habe ich, also es war für mich ja wirklich auch ein Highlight. Auch der zweite Band hat mich wunderbarst als E-Book unterhalten. Ich habe, ja, ich finde das eine wahnsinnig spannende Geschichte, die ja so ein bisschen zeichnet, was passiert, wenn es eben Roboter, künstliche Intelligenzen gibt, die vielleicht sogar menschlicher sind als der Mensch selbst. Was macht den Menschen zum Mensch? Und wir haben hier eine Protagonistin, der wir folgen, die auch so ein bisschen vor einem Rätsel steht und eben ja auch nicht so ganz legal ihren Lebensunterhalt bestreitet und dann eben auch mit Robotern, die ausgemistet wurden, unterwegs sind und dann eben auch irgendwann auf einen, ja, auf einen Roboter mit einer künstliche Intelligenz stößt, den es eigentlich gar nicht mehr geben dürfte, weil er so menschenähnlich ist. Und ja, es war eine wahnsinnig spannende Fortsetzung, hat mich wahnsinnig gut unterhalten. Ich bin auch sehr, sehr gespannt, was uns da in einem Abschluss der Trilogie dann erwarten wird. Ja, eher ein kleiner Flop war das kleine Bücherdorf Winterglitzern von Katharina Herzog. Ja, war eine Geschichte, wo ich mir ein bisschen mehr Winter-Weihnachtsstimmung erwartet habe. Wir sind eben, ich glaube, in Schottland oder irgendwo in England, in diesem Bücherdorf und eigentlich ist unsere Protagonistin auf der Suche nach einer ganz besonderen Alice im Wunderland-Ausgabe, die sie zufällig an einem Ballon findet, ein Foto davon findet von einem Jungen, der seiner toten Mutter einen Brief schreibt. Sie selbst
ist auch so ein bisschen mit kritischen Eltern aufgewachsen. Der Vater hat sie früh verlassen, ist jetzt aber auch so ein bisschen ein Tyrann geworden und ist auch zudem noch ihr Chef. Und dann landet sie eben in diesem Städtchen, wo alles irgendwie einen Bücherbezug hat und trifft natürlich auf den Jungen und auch auf den Vater und auf die Ausgabe und merkt dann so ein bisschen, was im Leben wichtig ist. Also ich fand, es gab so ein paar Dinge, die mich an der Geschichte gestört haben. Ich hatte mir einfach mehr Winter, mehr Weihnacht, vielleicht sogar ein bisschen mehr Bücher gewünscht. Habe das nicht so ganz bekommen. Es ist ja auch eine Reihe. Es wird auch einen Frühlingsteil geben, aber ich glaube noch nicht, dass ich das weiterlesen werde, beziehungsweise hören. Aber zum Hören war es ganz okay. Eben auch einfach so ein Buch, was man hört, sich unterhalten lässt und dann aber auch aus der Erinnerung so ein bisschen verschwindet. Und ich glaube, vielleicht ist das auch manchmal so das Problem, dass man doch sehr viele dieser Bücher irgendwie hat, aber vielleicht geht es euch ja auch so, könnt ihr mir gerne mal mit schreiben. Dann weiter winterlich wurde es mit Winter im Briar Creek. Das ist der Auftakt einer, ich glaube, bisher fünfteiligen Reihe von Olivia Miles. Hier bin ich eigentlich auch über den letzten bisher erschienenen Teil Weihnacht im Briar Creek gestolpert, habe mich aber dann dazu entschlossen, mit dem ersten Teil sozusagen zu starten, denn wir treffen auf Grace Madison, die zum ersten Mal seit 5 Jahren wieder das Haus ihrer Eltern betritt. Sie glaubt, sich in der Tür geirrt zu haben, denn ihre Mutter ist eine preisgekrönte Dekokönigin und will Weihnachten einfach ausfallen lassen. Und auch der Buchladen ihres Vaters ist nach dessen Tod total verwaist. Es scheint auch in ihrem Heimatdorf nichts mehr so zu sein wie früher. Doch dann begegnet sie Luke Hastings wieder, der ihre Gefühlswelt innerhalb von Sekunden völlig auf den Kopf stellt. Und wo sie jetzt Jahre auch getrennt waren. Und ich bin sehr gespannt, was uns hier in diesem Dörfchen im Briar Creek erwartet. Es soll leidenschaftlich sein, es soll Spannung haben und es soll eben auch sehr intensiv sein, was die beiden erleben. Ich bin sehr gespannt, was Olivia Miles hier gezaubert hat und hoffe natürlich, dass mir der Auftakt gefällt und ich dann auch mit der Reihe vielleicht im nächsten Jahr passend zu den Jahreszeiten weitermache. Dann ist von Tom Felton Jenseits der Magie eingezogen, vom Segen und Fluch als Zauberer groß zu werden. Das Buch habe ich jetzt so in der Leseflautenwoche gelesen. Seht ihr dann also in der nächsten Bücherwoche. Und wir haben hier eben von Tom Felton, der Draco Malfoy in den Harry Potter Filmen dargestellt hat, haben wir eben so ein bisschen seine Lebensgeschichte von seiner Kindheit, seiner Familie, wie es ist mit 3 Brüdern aufzuwachsen, wie er zum Schauspiel gekommen ist, wie die Rolle des Draco Malfoy ihn dann verändert hat, sein Umfeld verändert hat, wie die Schulzeit war, wie danach die Abgründe waren, was ihm alles passiert hat. Und das erzählt er mit sehr lockerer und leichter Stimme. Und das habe ich auch sehr gerne gelesen und mag ja grundsätzlich sehr gerne auch einfach Biografien zu lesen. Und habe mich hier auch gefreut, dass ich so dem Tipp eines Highlights gefolgt bin und mich dann eben auch für das E-Book entschieden habe. Dann ist der Drachenflüsterer bei mir eingezogen über Tauschticket von Boris Koch. War, glaube ich, eine Empfehlung, ich weiß gar nicht mehr, habe ich auf jeden Fall auch auf BookTube gesehen. Ich packe es auf jeden Fall unten den Link in die Infobox. Ich habe es mir jetzt leider gar nicht notiert, wer hier so geschwärmt hat. Und dann habe ich den ersten Teil eben auch auf Tauschticket entdeckt und dachte, Drachen, spätestens seit House of the Dragon bin ich wieder im Fieber. Es geht hier um eine Freundschaft, die das Schicksal der Welt verändert. Wir treffen auf den 15-jährigen Ben, der es nicht so einfach hat. Seitdem seine Mutter gestorben ist, lebt er auf der Straße, wird auch im Dorf misstrauisch beäugt. Und auch sein Weg auf die schiefe Bahn scheint so ein bisschen vorgezeichnet. Doch Bens große Bewunderung gilt den ruhmreichen Drachenrittern des großirdischen Reichs. Aber es will ihm einfach nicht so richtig gelingen, in die Nähe ihrer geheimnisumwehten Gefährten zu kommen. Doch noch weiß Ben nicht, dass er über eine kostbare Gabe verfügt, denn er ist ein Drachenflüsterer und es ist seine Bestimmung, einer großen Verschwörung auf die Spur zu kommen. Und das ist wohl eine 3- oder 4-teilige Jugendbuchreihe, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und es wurde hier wunderbarst geschwärmt und ich hatte auch einfach mal wieder Lust auf Drachen und Drachenreiter und Drachengeschichten und hoffe, dass mich Ben hier mit Boris Koch als Autor sozusagen auch begeistern kann. Dann ist ein kleines Buch, ein kurzes Hörbuch bei mir eingezogen. Liebessoufflé zu Weihnachten von Mareile Raphael. Das habe ich über BookBeat entdeckt. War, glaube ich, so ein Hörbuch mit knapp 4,5 Stunden. Habe ich auch gelauscht und ist der Auftakt einer Reihe. Ich glaube, die Geschichte spielt rund immer um Snowflakes. Das ist so ein kleines Dörfchen. Und wir haben im ersten Teil eben auch wieder eine Protagonistin, die Bäckerei-Konditorei mit ihrer besten Freundin hat. Neben
nebenan zieht jemand ein, den sie für einen früheren Mitschüler hält. Der hat sich aber dann doch recht verändert und beide kommen sich so ein bisschen näher und es gibt dann auch so das ein oder andere zu tun innerhalb der Vorweihnachtszeit. Ich fand das auch ganz niedlich, aber war jetzt auch nichts, was mich irgendwie hätte in der Reihe weiterhören lassen. Ich fand den Auftakt auch unterhaltsam. Definitiv auch ein bisschen weihnachtlicher als noch das Bücherdorf, aber auch nicht so, dass ich sage, ich habe da irgendwie ein Highlight gehört. Und dann das letzte Buch ist das Buch, was eigentlich geschummelt ist. Das ist das Privileg von Mary Atkins. Ein Buch, was, glaube ich, schon im August bei mir eingezogen ist, was innerhalb der Aktion sozusagen ja, von Tanja bei mir angekommen ist, vom Book Trash Blind Date, so, oder Trashbook Blind Date, irgendwie so. Das Video ist auch schon online gegangen und ich habe dieses Buch herausgenommen und habe es dann auch in einer Art Lesetagebuch auch gelesen. Für Tanja war es ein Flop. Ja, für mich war es leider auch kein Highlight, aber man sollte die Hoffnung ja auch bei Book Blind Dates, vor allem wenn sie trashig sind, nicht ganz aufgeben. Und ja, das Video verlinke ich euch auch mal unten in die Infobox. Und ich habe das jetzt natürlich all die Monate nicht so richtig gezeigt und auch nicht gezählt, im Sinne von, ich wollte ja keinen spoilern, dass ich mir dieses Buch herausgenommen habe. Das hätte ja die Überraschung auch so ein bisschen zu dem Video kaputt gemacht, aber eigentlich ist das Buch schon im August eingezogen. Es wird jetzt aber dann auch mein Regal verlassen, weil es eher ein Flop war als ein Highlight und mal sehen, es wird auf jeden Fall irgendwie weiter wandern und ja, so ist das manchmal. Also schaut euch gerne das Video an, wenn euch mehr zu dem Buch oder der Aktion interessiert. Und das waren sie auch schon, die 20 Bücher des Monats. Dafür, dass der Stapel hier nebenan so klein ist, waren es doch ein paar viele, aber es freut mich sehr, dass ich so ein bisschen mehr Digitales habe. Es nimmt einfach nicht so viel Platz weg und auch in Anbetracht so ein bisschen, dass ich im Januar ja auch reisetechnisch unterwegs bin, bietet sich das an, so ein bisschen was digital dabei zu haben und auf dem Sub zu haben, damit man da ein bisschen Auswahl hat. Und ja, das war es jetzt soweit von mir. Ich bin sehr gespannt, welche Bücher bei euch eingezogen sind, ob ihr eins der Bücher vielleicht schon kennt, gerade von den Büchern, die schon ein bisschen älter sind oder was vielleicht auch euer absoluter Top-Neuzugang im November war. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, würde ich mich sehr über den Austausch freuen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Lasst es euch gut gehen, bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.